Hallo und willkommen zurück zu Ulvor, dem Let's Play zu Minecraft mit Modpack und Rollenspiel. Wir sind hier unten in der Mine, sind voll. Ja, haben hier mal ein bisschen durchgegraben, seitwärts. Und jetzt müssen wir wieder nach oben. Machen mal ein kleines Lager oben. Und ja, beginnen etwas anzupflanzen, damit wir so schnell wie möglich dann weiter die Gegner erkunden können oder einfach hier bleiben können. So, Canola ist für den Cars-Mod. Moos Cars, das brauchen wir nicht. Oder noch nicht. Und ja. Ja, die Werk. Ja, der Eichenholzbretter können wir. So, der Ofen und die Werkbank ist drin. Okay, sehr gut. Also. Im letzten Part, also im ersten Part, haben wir ja, eben begonnen und ja, es ist natürlich schon schnell etwas passiert. Also wir haben eine Mine gegraben, haben leider noch keine Diamanten gefunden, schade drum. Aber ja, das brauchen wir jetzt so schnell noch nicht. Die Welt ist nämlich sehr schön generiert, es ist ein bisschen uneben. Aber gut, ja, direkt so ein Pflanz-Megapack-Baum gefunden. Wo ist denn der Eingang noch oben? Aha, okay, rechts rum. Das sah man fast gar nicht. Gut. Ah, es ist Nacht, also wir hätten oben Probleme. Wir könnten aber hier kurz noch ein paar heißen. Ja, haben wir eigentlich schon genug. Das größte Problem ist jetzt einfach da oben, wütend die Monster. Was ist überhaupt einfach drauf? Direkt Nacht zu haben ist natürlich blöde. Eine Holzspitzhacke könnten wir ja in den Ofen stecken. Einfach reinstecken irgendwie. Okay, gut. Wir müssen es ein bisschen riskieren. Es ist gerade kein Monster hier in der Nähe. Deshalb bauen wir uns kurz mal hier auf. Gut, dass man das ein bisschen sieht auf der Minimap. Es kann schon sein, dass wir irgendwo von einem Skelett angegriffen werden. Es ist nämlich eh ein Monster, aber das ist unterirdisch, ja. Der geht nach unten. Okay, gut. Immerhin zweimal Kohle aufgeteilt. Feuerstein. Das Texture Pack ist ein bisschen schwer mit den Blöcken herausfinden, was es genau ist. Oh, Huhn. So, aber das ist nicht so, ja, schwer. So, der Tree-Feller-Mod macht, dass wir die Bäume schnell fällen können. Aber dafür brauchen wir, glaube ich, auch ein bisschen mehr von der Haltbarkeit. Genau. Ja, dann machen wir mal die Bäume hier weg. Also es geht schnell und ich sehe, aber die Axt bekommt gar nicht so viel Schaden. Wahrscheinlich bei den größeren Bäumen ist es einfach schlimmer. Aber gut, ist nicht so wichtig. Dann machen wir hier doch auch mal kurz einen Waypunkt. Waypoint, aber nicht Waypunkt. ja gut. Machen wir Lager oder so. So. Dann hätten wir Spawn und Lager. Das Spawn möchte ich ja eigentlich. Muss ich nicht anhaben. Das Lager sollten wir anhaben. Weil sonst, ja, müssen wir das aktivieren immer, um zurückzukehren. Dann ist halt schon ein bisschen. Es ist einfach mega nötig. Also, ich will ja eigentlich nicht aufhalten, wie ich ungefähr 20 Minuten dafür verbringe, um zu verstehen, ah, dort kann ich und so. Und gehe jetzt dorthin. Ist natürlich schon ein bisschen, ja, herausfordernd, oder? Also das tut sich halt auch immer wieder aufs Langzeit. Ja, es tut einfach strecken, oder? Also weil wenn ihr ohne Minimap spielt, dann habt ihr bald irgendwann nicht mehr so die Ideen, wo ihr was gefunden habt oder so. Also
Ich weiß eigentlich immer wieder nach Hause, aber es geht natürlich nicht direkt. Also ich weiß nicht gerade, ah, jetzt muss ich die 20 Kilometer in die Richtung, sondern es könnte auch hier sein oder hier drüben. Und dann ist man immer so ein bisschen am Bogen machen und beim Neffer ist es schon manchmal schwierig. Ich auf dem Server immer wieder auch gesehen habe, ich war eigentlich ständig immer wieder auf einem Server. Und habe versucht, da irgendwie etwas, ja, Spaßiges zu machen, damit ich Video hochladen kann, also ein Video machen kann davon. Aber es kam leider nie dazu, weil Optifine hat ein bisschen geleckspiked, sagt man das, also geleckt ist es nicht, aber ab und zu so halt Minute oder, ja, auch halt 10 Sekunden. Ist es dann immer wieder zu einem kleinen Ruckler gekommen, also einen kurzen Stopper. Und das habe ich nur lösen können, indem ich da die Formatierung, also wie das Video gespeichert wird, umgeändert habe in einen anderen Modus. Ich schaue mir gerade kurz das an, dass ich das gleich habe. Ja, also Qualitätsregulierungsmethode musste ich auf CQP umstellen und dort habe ich jetzt auch nur CQ Level 14. Weil 12 oder noch niedriger leckt und höher ist dann die Qualität zu schlecht. Und einfach, ja, ziemlich schlechter. So, also, wir haben ja einen Eimer. Wir könnten aber hier schon mal anpflanzen. Haben aber noch erst zwei. Also, ich möchte jetzt die Monster nicht hierhin rufen. Ich könnte mich schon wehren, aber ich möchte nichts riskieren, dass irgendwie ein Skelett oder so, ja, die Creeper anlockt oder ja, wie soll man das sagen? Ein Skelett und ein Creeper zusammen ist ein bisschen blöd wegen den Pfeilen. Genau. Also, wir haben nur einen Weizenkörner. Ah, doch, hier haben wir noch die drei. Gut, also dann machen wir mal eine Hacke. Ja. Ist wieder ein bisschen anders, oder? Also das Texture Pack. Das habe ich verwendet. Zoatex und Pure BDCraft und noch ein anderes. Chroma Hills, genau. Das, was ich ein bisschen öfters benutze. Und die sind eigentlich relativ, ja, mehr bekannt. Also ich kann da eigentlich alle Items immer wieder sehen, ah, das ist ein Ei, ah, das ist ein Twig, das ist neu. Von Plants Megapack, okay. Und dadurch habe ich ja, direkt immer alles im Blick. Ah, das möchte ich, ah, okay. Das ist das Item und so weiter. Ja, gut, jetzt müssen wir leider noch mal ein bisschen warten, weil wir keine Schafe in der Nähe haben. Wir könnten aber noch hier die Weizenkörner ernten, sozusagen. Oder nochmals in die Mine gehen und weiter buddeln. Ja, sind zu wenig in der Nähe. Weil es wird nicht so schnell Tag. Aber ich habe irgendwie keinen Hunger, oder haben wir erst gegessen? Nee. Irgendwie noch keinen Hunger bekommen. Und plötzlich geht es sehr schnell und dann ist man sofort ja, in Nöten, weil man kein Essen mehr findet. Was noch nicht so schnell ist. Okay, hier sind die ersten Monster. Also das Skelett hat uns auch gesehen. Ich habe einen Pfeil gehört. So, ja gut. Also kann das sein, dass man mehr Hunger bekommt, wenn man verletzt ist, sozusagen. Ja, jetzt sind gleich eineinhalb. Okay. Weil viele Systeme wurden irgendwie mit Mods, die, wo es nicht steht, also Mods, die nichts zu tun haben mit dem Hungersystem, einfach geändert wurden. Auch mit der World Generation. Das ist wahrscheinlich der Cocricot-Mod, also der Mod mit dem Ding, mit den verschiedenen ja, Ambiente. So, dass es einfach ein oder zwei Biome gibt und dadurch ist irgendwie auch die Generation ein bisschen anders. Also die Berge sind irgendwie ein bisschen smoother und ja, es gibt
Meer, so kleine Hügel. Ja. Also hier ist es sowieso nicht gerade so gut für eine Farm. Wir müssen dann noch ein bisschen erkunden. Aber jetzt ist ja Tag. Hier ist eine Straße scheinbar. Hier ist auch ein, ich weiß nicht, Ahornbaum oder Kirschbaum. Auf jeden Fall ein Lavasee. Okay. Na gut. Ist nicht so schlimm. Also wir finden sicher das zum Anpflanzen. Ich möchte auch größere Weizenfelder und so machen, auch wenn wir es nicht brauchen. Die werde ich dann aber immer wieder nicht im Video bestellen und so. Also einfach, dass ich ja dann irgendwann einfach mal größere Weizenfelder habe. Ohne dass ihr es ja unbedingt ja auch anschauen müsst, oder? Es ist ja heutzutage eigentlich normal, dass man halt nicht alles zeigt. Also nicht ein komplettes Let's Play macht, sondern ein Cut-Let's Play. Mach mal hier das unterste nicht weg, damit es nochmals wachsen kann. Ja, das sind Bambus. Die waren früher da als das Vanille. Oh. Cecil Oak, den kenne ich noch sehr gut aus einem der Let's Plays mit Mopac. Oh, da haben wir auch schon Ton. Nett. Ich denke immer, die Monster seien oben, aber die sind unterirdisch, die werden einfach angezeigt. Common Mallow. Diese kleinen Blüten, die könnten wir dann auch als Dekoration immer wieder auf die Straßen tun. Oder auf die Wege neben, auf die Felder neben den Straßen und so weiter. So, dann haben wir hier Oliven. Sehr schön. Okay. Also Essen haben wir jetzt wieder ein bisschen mehr. Ja, die Mete nehmen wir auch gleich mal immer noch mit. Gut, und ja. Okay, doch, drei. Aber das ist Silberlinde. Verstehe ich jetzt nicht. Was hatten, haben Lime, was haben, wie hieß jetzt das? Ich weiß gar nicht, wie der Baum heißt. Aber was haben die Blätter mit den Säbellindensetzlingen zu tun? Keine Ahnung. Na gut, also dann rennen wir mal kurz ein bisschen. Das ist halt immer wieder ein bisschen blöde. Red Spruce. Geil. Das ist ein Baum, den würde ich gerne als Dekoration neben den Wegen und so machen, wenn wir hier durch uns bauen. Also in diesem Biom bauen. Das ist nett. Also haben wir auch mitgenommen. Jetzt haben wir schon recht viel bekommen. Wir müssen natürlich aufs Inventar schauen, weil wir natürlich viel mehr Items haben. Und zwar ein Modpack. Ist das Inventar natürlich schnell voll. Oh cool. Die Fenster sehen cool aus. Ah, der erste Wegpunkt. Das ist doch wunderbar. Ja, der Waypoints Mod ist auch drin. Und ich sehe gerade Texturen fehlen. Ton, Forestry. Forestry muss ich dich neu installieren. Das ist natürlich nicht gerade so schön. Aber gut. Wir brauchen ja auch Bücher noch. Nehmen das noch mit. Also, ja. Ich finde einfach das doof, dass Minecraft, also Mojang, das einfach so sehr auffällig gemacht hat. Oh, Textur fehlt. Oh, lila. Ah, das ist ein so bestimmtes Dorf ohne Dorfbewohner. Das ist jetzt nicht so toll. Ich hätte jetzt eher gedacht, ich könnte mit den Dorfbewohnern handeln oder so. Ah, gut. Ist nicht so schlimm. Aber ein Zombie-Dorf ist eigentlich schon cool. Für ein zweites oder drittes Dorf. Naja. Gut, hier ist leider nichts. Ich denke immer wieder in diesem Mod, der das macht, dass hier drunter das wäre, aber es ist nie was. Oder es ist nicht immer etwas drunter. Das weiß ich leider nicht. Also, ich habe es noch nie gehabt, dass dort irgendwas drunter wäre. Ja, ich dachte schon, der würde uns überraschen dann. So. Töten und wieder sehr gut generiert worden hier. Hä? Ganz versteckt. Okay. Da drunter. Okay. Das ist ein Haus, der hat nur einen Garteneingang. Ah,
doch dort, okay. Oh, die können mich irgendwie um die Ecke treffen. Die sehen cool aus. Der eine, der linke. Der sah cool aus. Wie das aussieht. Säbelinden noch mehr. Teakbaum. Japanische Blütenkirsche. Wow. Da haben wir direkt schon mal einen ziemlichen Dekorationsbaum. Weibliche Japanerin. Ja, die Kerzen, so muss ich es mal noch nicht mitnehmen. Die Todesschote, Aquabäre, könnte dann wirklich cool sein für Chocobos. Ja, das ist einer meiner Lieblingsmods, vor allem, wenn man einfach fliegen kann, ohne Elytra und so weiter. Ist schon ziemlich Luxus. Für ein Bau-Let's Play natürlich schon der, ja, Mod, der macht, dass wir nicht die ganze Zeit immer wieder rennen müssen, Lager etwas rausholen müssen, wieder zurückgehen. Und schön locker fliegen können, dadurch auch kein Essen verbrauchen oder nur wegen Zeit Essen verbrauchen. Ja, ziemlich praktisch. Hier ist es nicht gerade so sicher, mache ich da zum Beispiel hier nochmals einen Wegpunkt mit Dorf 1. Mache ich da gleich noch, was ist das für ein Biom? Tiger. So. Und ja, könnten eigentlich da mal kurz schauen, was das für ein Feld, also eine Ebene ist. Da unten sieht es aus wie ein Spawner, aber ist leider keiner. Es geht noch tiefer runter. Okay, nur Kies. Schade. Ja, Marble ist dann auch wieder ein Rohstoff, den wir später erst brauchen. Ja, gut. Dann müssen wir das nicht direkt schon farmen. Sieht jetzt noch nicht aus wie eine Wiese, sieht aber auf der Minimap aus. Ja. Mit einem Fluss getrennt. Okay. Ja, ich habe gestern ja den ersten Part aufgenommen und um 12.20 Uhr oder so schon hochgeladen. Jetzt mache ich am besten mal einen zweiten Part heute. Und morgen kommt der Part wahrscheinlich ein bisschen später oder morgen der erste Part. Früh, und ich nehme nicht morgen auf, weil ich im Nachmittag dann weg muss. Und dann habe ich keine Lust noch nebenbei hochzuladen oder so und zu warten. Ja gut. Dann geht es so am besten das so. Und es sieht eigentlich ziemlich gut aus für eine Farm. Da kommt hier die erste Farm. Okay. Farm. Sehr gut. Wir haben hier etwas Spezielles, was wir noch mitnehmen können. Der Baum lächelt mich so an. Ja, leuchtet auch. Also ist einfach sehr grell. Zuckerahorn. Das ist speziell, weil den kenne ich jetzt aus dem Namen noch nicht. Vom Aussehen, ja, es gibt halt viele ähnliche Bäume in verschiedenen Mods. Ich möchte dich gerne wieder gleich anpflanzen und ich hoffe einfach, dass es auch wieder so ein großer Baum wird. Das ist immer so schade, man findet immer so schöne Bäume. Muss sie fällen, damit man überhaupt die vermehren kann, und dann wachsen sie gar nicht so nach. Also, ja, sind dann einfach völlig anders. Vor allem nicht mehr so schön. Ja. Gut. So, ja, dann ist die Stimme auch wieder ein bisschen besser. Hoffentlich bald. Oh. Cecil Oak. Schwarzeichenholz und Bur-Oak. Was heißt denn Bur? Bei Bur heißt in der Schweiz Bauer. Ah, da haben wir wieder die Büsche. Da nehmen wir das Kirschholz auch von hier mit.
Oh, die vielen Kirschen. Das ist mal Luxus. So billiges Essen, ganz viel zu haben schon am Anfang. Ja, wir haben keine Schafe gefunden und jetzt ist Nacht. Und wir haben voll alles, brauchen wir. Das Ei kann mal weg. Kommen wir auch relativ gut hier über. Ja, soll ich das Holz jetzt da lassen oder soll ich Bacon Setzling brauchen wir? Rotes Fleisch nehme ich doch mit. Eleven Song kann ich wieder hinpflanzen. So. Ja, jetzt ist das Problem, dass wir hier Nacht haben, keine Schafe haben. Ist jetzt keine Schafe gefunden, oder? Na gut. Dann gehen wir doch am besten wieder ein bisschen unterirdisch. Wir können ja hier mit der Mine, also den Graben, starten. Zum Beispiel hier. So. Das ist so ein Stollenloch, was man in die Berge buddelte, um Erze zu fördern und so. Hat man einfach diese Löcher gebaut, um Luft, Tageslicht und einfach schnell nach oben zu können. Wir gehen einfach schnell runter. Und merken einfach, dass wir immer voll haben. Also das Fruchtholz, das können wir relativ schnell wieder farmen. So, dann ja. Beende ich mal den zweiten Part. Dankeschön fürs Zusehen. Und im nächsten Part gehen wir weiter runter. Tschüss.